Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem wann ihr das Video seht. Heute geht es hier um die Fantic XMF 125. Das ist das Motorrad von meinem Sohn. Das ist, wie man, wenn man sich damit beschäftigt, unschwer erkennen kann, das letztjährige Modell, sprich 2022er Modell. Das 2023er ist, soweit ich weiß, hat nur ein anderes Dekor bekommen, sprich andere Aufkleber. Der Rest sollte eigentlich identisch sein, technisch und auch optisch, bis auf das Dekor eben. Ja, wie man sieht, die Spiegel sind nicht mehr die originalen. Fällt jetzt gerade nicht ein, wie die heißen. Um die anbauen zu können, muss man hier so einen Adapter noch sich dazu kaufen. Ich weiß nicht mehr, was das jetzt war, von M8 auf M6 oder 10 auf 6 oder so. Kann ich ja nochmal nachreichen oder in die Videobeschreibung rein. Ich schreibe es in die Videobeschreibung rein, welche Adapter man da braucht. Ansonsten ist soweit alles original. Ein paar Aufkleber haben wir weggemacht. Ich glaube, hier war noch Aufkleber dran, auf den Fender vorne. Ansonsten ist das hier original. Das ist die Competition-Ausstattung, die man unschwer erkennen kann. Ja. Das Tacho ist wirklich sehr, sehr, sehr simpel gehalten und gleichzeitig sehr kompliziert. Ich werde da mal ein extra Video machen, habe ich mir eben überlegt. Weil da habe ich echt lange dran gesessen, um da, also wenn man sich, wenn man, also am besten verstellt da gar nichts. Lasst es einfach so, wie es ist. Ja, nichts an Tacho verstellen, weil selbst mit der Bedienungsanleitung und selbst wenn ihr zwei Fantic-Händler, wie in meinem Fall, befragt, bekommt ihr das nicht wieder hin, die Originaleinstellung hinzubekommen. Und da ist viel einzustellen. Tastpunkt und was weiß ich. Das ist ja, hier ist so ein Sensor drin. Und da musst du die Löcher zählen, weil anhand dieser Löcher, wie beim Fahrradcomputer, wenn du hier ein Magnet drin hast, hast du ja auch so einen Sender hier. Oder Empfänger. Sender. Der dann das Signal zum Computer, zum Fahrradcomputer sendet, dann musst du ja auch den Radumfang und so weiter einstellen und hier musst du noch diverse andere Sachen einstellen. Wie gesagt, da mache ich mal ein anderes, nochmal ein zusätzliches Video, weil das ist echt sehr, sehr, sehr kompliziert. Und ich stand echt da und wie gesagt, zwei Händler konnten es auch nicht wirklich ermitteln, was da so, oder hatten auch keine Lust, wahrscheinlich. Es scheint ja so ein Tacho zu sein für verschiedene Modelle und deswegen kannst du da eben alles Mögliche einstellen. Das habe ich so auch noch nie gesehen, dass man das überhaupt verstellen kann. Bei keinem meiner Motorräder, aber gut. Hier geht das. Was noch nicht ganz original ist, ist natürlich hier die Kennzeichenhalterung. Da ist noch so ein Geraffel mit dabei. Hier sieht man es jetzt besser. Ja, der Winkel ist nicht in ordnungsgemäß und dann muss es noch viel weiter runtergezogen werden, dass das Hinterrad da irgendwie, keine Ahnung wie weit abgedeckt ist, total hässlich. Die Fußrasten kannst du abschrauben, die Beifahrerfußrasten meine ich. Die sind jetzt hier dran, dann ist eigentlich hier noch so ein Bändchen, wo sich der Beifahrer festhalten könnte, der Mitfahrer, aber sowieso alles Quatsch. Was noch aufgefallen ist, also vielleicht kommt ja noch mal ein Video, das ist jetzt ja mal auf die Schnelle mal eins gemacht. Der Tank tankt ja nicht bis oben ran. Also das ist wirklich die letzten, ich sag mal der letzte Zentimeter oder letzten zwei Zentimeter. Da brauchst du bloß einmal kurz drauf drücken und schon ist das Ding dort komplett voll. Was ja jetzt, könnte man sagen, eigentlich nicht schlimm ist, aber eigentlich ja doch, weil hast du irgendwo so einen Überlauf hier und dann plattert der ganze gute Sprit raus. Das muss ja nicht sein. Und was noch viel schlimmer ist, sag ich mal so, dass das, Mot-
Motorrad, der Motor sich verschluckt die ersten 1-2 Minuten der Fahrt. Also wundert euch nicht, wenn ihr mal zu viel Sprit getankt habt. Die verschluckt sich dann. Und dann erschreckt euch nicht, dass sie kein Gas annimmt teilweise. Hier diese Lichtmaske ist eigentlich bloß mit so einem Gummikabelstrapsen hier festgemacht. Ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert. Das wackelt dann hier natürlich alles so ein bisschen während der Fahrt, aber ja, nicht weiter schlimm. Hier den Hebel kann man einstellen, wie man es schön sieht. Was wollte ich noch sagen? Mit den Schrauben passt mal auf. Also wir haben hier den Ganghebel, den Gangschalter unten. Mussten wir ziemlich weit nach unten machen, wie man unschwer erkennen kann. Und da haben wir hier das waren so Imbusschrauben dran. Auch gleich von der Abdeckung hier total vergnasselt. Also die sind scheinbar sehr, sehr weich. Feinste China-Technik nicht. Technik wahrscheinlich auch. China-Qualität von den Schrauben. Ja, deswegen sind da jetzt so eine anderen Schrauben drin. Genauso mit dem Ständer. Sieht man jetzt hier nicht wirklich. Aber die Karre steht ziemlich schief. Das heißt, wenn es dann nur ein bisschen abschüssig ist, ja, kriegt man jetzt schwierig hier rüber. Für die Kettenpflege ist schön, du kriegst sie ganz leicht rüber hier, über den Ständer geschoben. Unschön. Der ist also quasi zu kurz, der Ständer. Wie gesagt, man sieht es jetzt hier eigentlich gar nicht, aber in der Praxis musst du ständig gucken, wo du stehst und wo du das Ding hinstellst, damit die nicht umkippt. Steht sehr wackelig, auf wackeligen Füßen sozusagen, beziehungsweise Ständer. Und den wollten wir eigentlich ein bisschen verlängern, den Ständer, haben es auch nicht hinbekommen. Erstmal kommst du hinten schlecht gegen, wie man unschwer erkennen kann, total verbaut. Und hier vorne die Imbusschraube ist auch super, super weich. Es war jetzt nicht möglich, das Ding abzuschrauben, um dann was dran zu schweißen. Aber vielleicht ist das nochmal so ein Projekt, was man machen könnte. Weil ich gerade sehe, hier den Aufkleber mit dem Luftdruck, da sind auch andere Werte drauf, wie im Handbuch, lustigerweise, komplett andere Werte. Ich glaube, im Handbuch standen ganz niedrige Werte. Ich habe jetzt hier einfach so eine Standardwerte drauf gemacht. Weiß nicht mehr, vorne 2,0 und hinten 2,3 oder so. Da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Ja, ansonsten ziemlich laut, die Karre, finde ich. Aber nicht vom Auspuff. Powered by Aero. Sondern ich finde, die im Stand hört man das, glaube ich, auch nicht so richtig. Aber während der Fahrt, ich glaube, das Ansauggeräusch von dem Teil ist ziemlich, ziemlich laut. Also die röhrt ganz schön. Können wir mal einmal anmachen. Einen Moment. Diesen Drehzahlmesser kannst du auch komplett einstellen, wie weit der angezeigt wird. Aber wie gesagt, da mache ich nochmal ein separates Video. Man schön die LED-Maske links und rechts. Leider keine LEDs.
So, Ruhe im Karton. Das soll es erstmal gewesen sein. Wenn ihr was wissen wollt, schreibt es rein. Ich habe jetzt doch schon einige Kilometer mit dem Ding gesammelt. Geht heute zur ersten Inspektion. Lässt sich wirklich gut fahren, muss ich sagen. Schön spielerisch, einfach. Ja, das soll es erstmal gewesen sein.